sie über Stock und Stein. Dabei ist Svenedi in einer emotionalen Ausnahmesituation gefangen. Seit geschlagenen 3 Stunden hüpft sie durch die wilden Wälder der Provinz Lyporo, jenseits des Aldrosa. Sie schlägt viele Haken, versucht instinktiv ihre Spuren zu verwischen. Oftmals läuft sie ganze Strecken durch Bachläufe, wo Fußspuren nur einige Sekunden überleben. Die Hilfsschwester des Bergsanatoriums ist dermaßen mit ihrer Flucht beschäftigt, dass sie die schlafende Padgarapetsch Abon auf ihrem Rücken kaum wahrnimmt. Doch dann, im allerersten zarten Blau der Morgendämmerung, ist es letztendlich soweit, sie spürt eine Bewegung hinten. Badgara wacht langsam aus ihrer Narkose auf. Die junge Diplomatin wird ganz schön durchgerüttelt, hier auf der Schulter ihrer Räterin, ein Zeichen dafür, wie stark die Medikamente der sogenannten Testperson waren. Badgara blinzelt verstört in die verschwommene Gegend. Svenedi rennt dabei und vermindert weiter. Badgara Patch Abon versucht zu sprechen, bringt jedoch kein einziges Wort über die Lippen. Die Fähigkeit zu sprechen wird durch die Psychopharmaka noch unterdrückt. Die Schülerin des Alanis konzentriert sich, sammelt alle Energie. Durch schier unmenschliche Anstrengung quetscht sie schließlich ein leises Hullo-Stopp mit letzter Kraft hervor. Die zweite Hilfskrankenschwester stoppt daraufhin tatsächlich. Behutsam setzt sie ihren Passagier auf den Waldboden ab. Trinkt den Trank, musst geschwind zu. Das spült Wachwerden herein. Nach diesen wohlgewählten Worten beginnt sie in einem Affenzahn mit beiden Händen Wasser in Richtung Badkaras Gesicht zu schaufeln. Tatsächlich erreicht auch ein Bruchteil davon ihren Mund. Nach ewigen 30 Sekunden plärrt diese jedoch verzweifelt Stopp. Blub, Schluss. Wie ein begossener Pudel sitzt die junge Diplomatentochter auf dem Moos und reibt sich das Gesicht. Sie schüttelt sich. Trotz alledem hat sie die morgendliche Dusche wieder ein Stück mehr zurück in die Realität geholt. Zeit, sich diese seltsame Krankenschwester mal genauer zu betrachten. Wo bin ich? Wer bist du? Fragt sie verwirrt. Guten Hallo, bin ich Svenedi, ist die prompte Antwort. Du bist wer? 2 neugierige Augen strahlen sie an. Ich bin Badschala, antwortet Badgara Patch Abon erleichtert. Wo sind wir? Sind wir bestimmt im Walde. Weg fort davon. Auf den Felsen und sicher sind die anderen. Entgegnet Svenedi. Mein Gedächtnis ist ausgelöscht. Ich war doch auf dem Kollege. Was ist nur passiert? Badgara ist verzweifelt. Keine, nein, Schule. Svenedi schüttelt den Kopf. Sanatorium im Waschstu Aldrosa. Rausgeflogen, wir sind beide Anschlagten mit Urgewalt. Weiter, Reise schnell und fein. Hinfort die in Sicherheit. Badgara rappelt sich auf. Okay, dann nimm mich bitte wieder hinten rauf. Gesagt, getan, Svenedi nickt, und weiter geht die Flucht, immer höher dem Rinnsal folgend. Zeit zum Nachdenken. Badgara sammelt sich. Eigentlich ist es sogar recht gemütlich hier hinten. Plötzlich stoppt ihr Taxi mit einem erfreuten O. Svenedi hat einen Strauch mit leckeren Septemberbeeren entdeckt. Mit einem Wahnsinnstempo schaufelt sie das schmackhafte Obst aus dem Strauch. Bald ist ein kleiner Beerenhügel auf dem trockenen Waldboden entstanden. Dann lassen es sich beide schmecken. Dieser Snack tut unvergleichlich gut. Das Gift wird langsam aber sicher aus Badkaras Körper geschwemmt. Ihr geht es zusehends besser. Hier weit oben wird der Baumbestand allmählich lichter, die Bäume kleiner. Es gibt bereits freie unbewaldete Zonen. Badgara hat einen Geistesblitz, sie schaut ihrer neuen Freundin tief in die Augen. Du sag mal, Svenedi, hast du eigentlich einen Komm? Erstaunt antwortet die Angesprochene, klar, komm habe ich. Bin Hilfskrankenschwester die zweite. Aber bitte. Sie reicht Badgara ihr Handy. Schlauer Svenedi. Abgeschaltet, unortbar. Badkara verfolgt einen gewagten Plan. Auch wenn es unmöglich ist, Prinz Henlei zu Westarp mit einem Rubakom zu kontaktieren, selbst wenn man die 20-stellige Hexadresse des Endgerätes auswendig kennt, so bleibt noch eine andere Alternative. Sphinisch. Auch die Hardware-Adresse seines Com ist Badkara wach im Gedächtnis. Nach der Chloroform-Attacke sind zwar alle kurzfristigen Gedanken ausgelöscht, kein Antidepressiva der Welt kann jedoch Langzeiterinnerungen so einfach löschen. Ein Umstand, der jetzt Leben retten kann. Allerdings birgt der Plan eine Gefahrentdeckung. Badgaras Telematikkünste sind gefragt. 3 Zellverstärker sind in Reichweite. Einer davon ist das Aldrosa.
Er funktioniert noch, auch wenn Lübhorr Hill 2 das wesentlich nähere der Foldrelie ist. Nach sorgfältiger Prüfung entschließt sie es zu wagen. Sweeney befindet sich höchstwahrscheinlich in Gesellschaft Mikkel Silvers. Mit ein bisschen Glück kann Hinley sie schneller ausfindig machen als die Schergen des Sanatoriums. Ist die lokale Security dort überhaupt auf diesen Sonderfall vorbereitet? Wahrscheinlicher ist, dass Spezialkräfte angefordert werden müssen. So geschieht es, dass eine junge Diplomatin auf der Flucht, tief im Exil, fast an der Baumgrenze weit hinten in der Provinz Lübhorr, einen maskierten Schichter in Kontakt zu einem ganz bestimmten Klassenkameraden aufbaut. Hoffentlich trifft ihre Nachricht auf offene Ohren.